Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wollen wir uns ein Projekt namens Rugpool anschauen. Und ich muss sagen, ich liebe den Namen alleine schon und das, was dahinter ist, noch viel mehr. Denn diese Leute, die dahinter stecken, sind gedoxt, sind KYC'd, sie kennen Manny von Prosperity Gem Ventures und sie mögen Manny. Und das sollte, denke ich, meiner Meinung nach viele Leute hier ins Projekt ziehen, da das Ganze hier noch nachhaltiger aufgebaut ist mit einer Rendite von bis zu 9% pro Monat, die sie hier ankündigen. Wie gesagt, bis zu 9%. Das heißt nicht, dass sie diese 9% ausschütten. Ich kann hier an der Stelle auch sagen, dass ich schon selbst investiert bin. Das wollen wir uns jetzt alles gleich im weiteren Verlauf anschauen. Das Prinzip ist im Grunde das gleiche wie bei Prosperity Gem Ventures. Sie sagen ganz klar, sie sind ein Fork des Ganzen. Wir sind hier ganz frisch an Tag 1. Wir haben gerade mal einen Contract von 6.500 BUSD. Das können wir uns hier auch nochmal live im Contract direkt anschauen. Wie gesagt, ich bin auch schon eingestiegen. Ihr seht, wir haben kaum Deposits hier und wir sind an Tag 1. Also ihr seht, der Contract ist vor 10 Stunden gestartet. Wenn ihr solche Projekte früh haben wollt, seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Einfach ein Abo da lassen und die Glocke anmachen. Ich bringe euch diese Projekte immer so früh wie möglich hier. Jedenfalls, wenn wir uns die Homepage fertig anschauen, ihr werdet sehen, sobald ihr investiert seid, ihr seht hier euer Deposit. Der Timer funktioniert noch nicht, das müssen Sie fixen. Wie gesagt, wir sind an Tag 1 des Projektes. Ihr werdet dann hier eure Earnings angezeigt bekommen und dementsprechend, man kann ab einer Summe von 100 BUSD auszahlen. Das ist unterschiedlich und das Minimum Deposit, wie ihr hier seht, ist bei 500 BUSD. Das Ganze läuft auf der Binance Smart Chain. Ich weiß nicht, ob Sie das zukünftig anpassen. Ich denke eher nicht, da sie wirklich hier nur mit größeren Investoren zu tun haben wollen, da wir, wie alle wissen, in Prosperity Gem Ventures diese Thematik mit den ganzen Auszahlungen und den ganzen Refunds groß war und sie das, glaube ich, hier mit einem erhöhten Betrag vermeiden wollen. Das Ganze ist auch immer an eine Referral Wallet geknüpft, also ihr müsst quasi eine Referral Wallet eingeben. Ich habe persönlich einfach die genutzt von demjenigen, von dem ich von dem Projekt erfahren habe. Ich werde natürlich meine unten in der Videobeschreibung hinterlegen, wenn ihr darüber einsteigen wollt. Wie gesagt, Minimum Deposit sind 500 BUSD, sonst werdet ihr High Gas Fees angezeigt bekommen, heißt $200 in BNB. Dann wisst ihr bereits, da stimmt irgendwas nicht. Ich muss meinen Betrag anpassen und dann sollte das Ganze auch durchgehen. Dann zu den wichtigen Sachen hier. Was ist Rugpool? Sie traden mit unseren Geldern, also sie ziehen hier Gelder aus dem Contract raus, der wie gesagt geordnet ist. Jedenfalls, das habe ich euch bereits erzählt. Machen Sie irgendwelche Garantien? Nein. Sie sagen hier ganz klar bis zu 9%, aber das kann natürlich fluktuieren und ist nicht garantiert. Das ist einfach seriös, das so anzugeben und hier keine falschen Versprechungen zu machen. Kann man sein Initial rausholen? Ja, das ist genauso wie in Prosperity Gem Ventures. Man erstellt ein Request-Ticket bzw. ein Refund-Ticket und nach 15 Tagen, nachdem man investiert war, kann man das Ganze rausholen, dauert 3 bis 5 Tage, funktioniert genauso über den Discord, vermutlich bald auch über die Homepage wie im Prosperity Gem Ventures. Jetzt wollen wir uns ganz kurz das Video vom Founder anschauen, das hier quasi so das Willkommensvideo ist, in dem er kurz erzählt, was hier los ist und auch sein Gesicht natürlich zu sehen ist. Man muss dazu sagen, sie wohnen beide in Amerika, heißt, wenn die Jungs Scheiße bauen, die wandern direkt in den Knast, vor allem weil sie jetzt KYC'd und gedoxt sind. Wie gesagt, ich will euch jetzt nur einen kurzen Ausschnitt zeigen, wie er sich vorstellt und unter anderem, was er über Manny und Prosperity Gem Ventures sagt, da das vermutlich der interessanteste Teil ist. Ihr könnt euch das dann im Nachhinein, ich werde euch den Discord natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, anschauen. Hey, how y'all doing? My name is Rami Osman. I'm the co-founder of Rugpool with my other founder of Mohammed Ibrahim. And I'm here to show y'all a little walkthrough of Rugpool. Genau, also das sind die beiden Namen, der Founder. Er zeigt dann kurz, wie das Ganze funktioniert, das, was ich jetzt bereits gemacht habe. Und wenn wir dann ganz kurz vorspielen bis zu der Stelle, wo er über Prosperity Gem Ventures und Manny redet, damit ihr davon auch nochmal einen Eindruck bekommt, was sie hier mit diesem Projekt vorhaben, lasse ich das auch nochmal kurz abspielen. Anybody knows PGV or heard of Manny? Hey, I like Manny. Everybody loves Manny. We basically forked the contract and we basically made our own, but this time we made it with 0.5%. Because 2% is cool for the degen world, but we're not here to look to be a degen. We're here to stay sustainable for a long time. And that's why we're putting the TVL at a lower amount, so then we can have people and users be in there, have a personalized experience. Genau, also ihr habt es gehört, wir lieben Manny. Ich denke, das geht einigen so, beziehungsweise ich weiß, dass viele in der Community sind, die so denken. Und ihr habt es auch gehört, er hat gesagt, wir lowern den TVL. Das heißt im Umkehrschluss, hier wird es nur Einzahlungen geben, bis wir bei einem Wert von 500.000 BUSD sind, um sich nicht zu übernehmen. Heißt, das Ganze wird von Anfang an eingeschränkt und hier quasi nur bis zu diesem Wert Geld generiert.
Und um das jetzt nochmal zu untermalen mit dem KYC, der von Rugdog gemacht wurde, welches eine Audit- und KYC-Firma ist im Markt mit sehr, sehr großer Reputation. Unter anderem habe ich dazu letztens auch, wenn ihr euch das vielleicht noch anschauen wollt, um einen besseren Eindruck zu bekommen, diese AMA angeschaut auf Murdoch DeFi, wo sich die Chefin bzw. eine der Co-Founderin zeigt und das Prinzip dahinter erklärt. Deswegen weiß ich, dieser KYC ist auf jeden Fall vertrauenswürdig, beziehungsweise da steckt einiges dahinter. Wir sehen das beispielsweise auch. Der Projektowner hat sich KYC'd bei uns, hat das Ganze in einem Live-Videoprozess, habe ich hier unten gelesen, gezeigt, wie das alles funktioniert. Und hier sind nochmal die verschiedenen Funktionen erklärt. Das hier mit dem Minimum-Amount stimmt allerdings nicht mehr, das müssten sie eventuell anpassen. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, was definitiv wichtig ist, wir sehen hier, das ist der Smart Contract, der geauditet wurde. Und ich habe diesen mit Prosperity Jam Ventures verglichen. Und zwar ist es dieser Contract. Hier, wie ihr aber seht, sind nicht die Einzahlungen drin. Das hat mich dann im ersten Moment etwas stutzig gemacht. Dann habe ich das Ganze mit dem Smart Contract verglichen, in den ich dann letztendlich eingezahlt habe. Das ist nämlich dieser mit einer anderen Adresse. Habe das einmal durch den Diff-Checker hier gejagt. Ich weiß nicht, ob das manche von euch kennen. Ich mache das immer gerne, um zu sehen, ob die Funktionen die gleichen sind. Und die Funktionen sind generell die gleichen. Also da ist erstmal nichts, was irgendwie concerning, also bedenklich wäre. Wir haben hier eine größere Sektion, die ausgelassen wurde. Also wir haben hier beispielsweise links, damit ihr das nochmal versteht, den Contract von Prosperity Jam Ventures. Rechts ist quasi der geforkte von Rugpool. Und wir sehen hier eine größere Sektion, die quasi ausgelassen wurde, aber dann zum Ende wieder hinzugefügt wurde. Also der Contract ist eigentlich fast 1:1 identisch, bis auf die Adresse natürlich und verschiedene Benennungen hier. Und ich habe das natürlich mit dem Contract auf der Binance Smart Chain von Prosperity Jam Ventures verglichen. Falls ihr das auch sehen wollt, kann ich euch das gerne in die Videobeschreibung hängen. Lasst mich das einfach gerne wissen. Dann hänge ich das noch an, dass ihr das anschauen könnt. Jedenfalls aus meiner Sicht, alle Sicherheitsaspekte sind hier erfüllt. Wir haben ein nachhaltig aufgebautes Projekt mit bis zu 9% pro Monat, die man aus meiner Sicht definitiv erwirtschaften kann mit Trading. Wie gesagt, es sind ja bis zu 9%, heißt, wenn sie mal 5 oder 6% machen, ist das auch okay für mich, weil das eben eine nachhaltige Rendite ist, mit der man hier arbeiten kann. Und sie haben gleich eine Obergrenze gesetzt, sodass wir hier nicht mit 35 Millionen USDT oder was auch immer im Contract sitzen und dementsprechend dieses Thema mit Refunds und sonstigem auch geklärt ist. Deswegen denke ich, sehr, sehr solide, alles, was ich gerne sehen würde, ist hier erfüllt. In überall grüne Checkmarks dahinter. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, natürlich Link in der Videobeschreibung. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn ihr zukünftig nichts auf meinem Kanal verpassen wollt, solche frühen Projekte erst recht nicht, dann lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.